Hier kommen wir direkt zum Beispiel Stöchiometrie, Aluminium und Eisenoxid. Diese typische Redoxreaktion, und zwar wie das funktioniert und wie das ausgerechnet wird in Stöchiometrie, das ist hier erklärt, damit man nicht zu viel, nicht zu wenig nimmt. Ich rede jetzt die ganze Zeit, weil ich musste dieses Mini-Video machen, damit ich in meine viel zu langen, muss ich zugeben, Unterrichtsmitschnitte direkt reinsteche. Das heißt, wenn ihr hier auf den Link, der dann endlich hoffentlich erscheinen wird, wenn ihr da drauf klickt, dann landet ihr direkt beim Thema. Und ihr könnt natürlich vor- und zurückspulen, spulen, nochmal gucken, was davor ist oder was danach kommt oder was auch immer. Ihr könnt euch in dem Video frei bewegen. Aber hier kommt ihr direkt hin. Jo. Bevor dann dieser Link da ist und bevor ihr draufklickt, dann bitte ich bloß nochmal um eine offene und ehrliche Bewertung, damit ich weiß, wie solche direkten Links funktionieren, also ob die bei euch ankommen, also Daumen runter oder Daumen hoch. Und dann sehen wir uns im Unterricht sozusagen wieder. Also viel Freude beim Zuschauen und Verstehen.